Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bestimmt sind Ihnen die Worte des 23. Psalms vertraut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Bild vom Hirten strahlt eine große Ruhe aus. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der zweite Sonntag nach Ostern ist der sogenannte Hirtensonntag. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten, und er sorgt für sie und lässt, wenn es nötig ist, sein Leben für die Schafe. Hören Sie den Wochenspruch, der tröstlich zu uns spricht in schwerer Zeit. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Aus dem Johannesevangelium im 10. Kapitel. Früher hat man sie öfter gesehen, wandernde Schafherden. Das hat mich immer fasziniert. Wenn in der Nähe unseres Hauses die Schafe auf den weiten Wiesen weideten. Der Hirte stand, auf seinen Stab gestützt, oben am Hang, mit seinem Hirtenmantel, der bis zu den Stiefeln herunterreichte, und mit seinem Hirtenhut, unter dem ein bärtiges Gesicht hervorschaute. Das war ein ruhiges, friedliches Bild. Allerdings waren da auch die beiden Hunde, die auf einen kurzen Pfiff hin die verstreute Herde ganz eng zusammentreiben konnten. Der Hirte bedeutet für die Schafe alles. Sie könnten nicht leben ohne ihn. Schafe sind sehr wehrlos. Jetzt, in einer Zeit, in der die Wölfe zurückkehren, wird es schwieriger, die Herden zu schützen. Der Hirte aber wird alles tun, dass es den Schafen gut geht. Jesus sagt nun von sich: Ich bin der gute Hirte für euch. Ihr könnt euch in meiner Nähe geborgen wissen. Auf diesen Hirten können wir uns verlassen. Bei diesem Hirten betet es sich leicht: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist, glaube ich, etwas Schreckliches, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich auf gar niemanden verlassen in dieser Welt. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Vielleicht habe ich üble Erfahrungen gemacht, habe mich verlassen auf Menschen, die mich dann furchtbar enttäuscht haben. Ich bin dann darüber misstrauisch geworden. Ich habe Angst, mich auf irgendwen zu verlassen oder Vertrauen zuzulassen. Jesus weiß das. Er weiß, wie schwer es ist, Vertrauen zu finden, wenn sich ein tiefes Misstrauen erstmal ausgebreitet hat.
Jesus hat das sofort gesehen. Er sagte einmal über die Menschen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ganz verstört, unfähig zu vertrauen, immer in Hab-Acht-Stellung, gar nicht mehr, was sie von Gott her sein sollen. Da muss erst wieder Vertrauen aufgebaut werden. Jesus kommt zu uns wie zu so einer hirtenlosen Herde. Und er stellt sich uns vor: Ich bin euer guter Hirte. Ich möchte für euch da sein. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Wir gehen gemeinsam durch das Leben. Habt Vertrauen. Wir werden heute eingeladen, dieses Vertrauen, das unser ganzes Sein erfasst, wieder zu lernen. Dieses kindliche Vertrauen, das wir durch Enttäuschungen so gründlich verlernt haben. Wir werden eingeladen, die lockende Stimme Jesu zu hören und zu erproben, ob das stimmt, dass er unser Vertrauen nicht enttäuscht, sondern bei uns bleibt, auch wenn es bedrohlich wird. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Jochen Walker. Wir können Psalm 23 beten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte Sie Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.